Kann auch anders sein. Also auf jeden Fall ist das hier die Fahrerwertung gerade. Williams Ah. 8er, 10 Punkte. Und ich Jawohl. bin auf Platz 15 vor Mick und Giovinazzi. Es gibt nur drei Fahrer, die noch keinen Punkt haben. Soll ich sie vorlesen? Nee, brauchst du nicht, danke. Der eine ist mein Teamkollege, die anderen beiden sind Nikita Mazepin und Kimi Räikkönen. Guck mal, wenn Kimi auch noch keinen Punkt hat, ist doch okay. So. Gerade nachgeschaut, die sind wohl in Grove oder in Vantage. Okay. Jetzt. Ah, ich kann straffrei ein neues Getriebe montieren. Wie sieht mein Getriebe denn aus? 59%. Ja, dann tausche ich es aus, oder? Ja. Kommt es bei dir auch? Nö. Warum nicht? Ich könnte es. Ja, also ich will zum Rennwochenende und dann kommt Getriebe ersetzen, Fragezeichen. Ja, ich könnte es auch, aber ich mach's nicht. Ich mach's. Oh, Moxie, wir brauchen ein Setup für Österreich, schnell. Ich hab eins. Hast du schon? Okay, dann hab ich dich. Hallo Maskinen, grüß dich. Wie geht's deinem Hab was von Verlobten? Lugi. Carsten geht's, glaube ich, super. Carsten hat mich heute auch angerufen und hat, ich glaube, er hatte einen Lachflash. Also er hat sehr viel Es gelacht. regnet. Du willst mich flachsen. Im Regen auch. Im Regen auch, im Rennen auch, im Qualifying und im Rennen. So viel zum Setup. Ey, das ist einer der geilsten Strecken und die ist dann im Regen, weißt Kann sie keinem erzählen. Sie ist jetzt schon keine Runde gefahren. Jetzt schon abgefuckt. Ah. Schaffen wir. Nächstes Rennen wird auch entschieden, wer die Rivalität gewinnt, Tsunoda oder ich. Ich habe da so ein dumpfes Gefühl. Steht 27 zu 11 und ich wurde einmal, war einmal in den Punkten. Ich habe schon keine Rivalität mehr, weil ich so hoch verloren habe. Okay, zur Strecke. Hättest du eins, Patex? Ja, baller mal in Regen Chat. schmägen. Aber weder so schlecht, Patex, verarsch mich nicht. 1-1 fährst du, Abtrieb? Weil ich bin noch nicht in der Box. Das ist ein Scherz. Ey, ich vertraue dir. Jetzt muss ich erstmal das von Herrn Bogner laden. Da. They told you about the new parts that have come in from the factory. So. Well, they're all Neue Aerodynamic Teile 3.7. eingebaut. Ja, aber du hast doch jetzt trocken, oder? Ja. Aber wollen wir nicht ein Regensetup? Ach Quatsch. Doch. Ja, dann hol den Regensetter. Mach ich. F8, schreibt Patex, 65, 55. 65, so wenig, okay. Zwei, fünf, eins, neun. Hansi, mach dich aber nicht kaputt, ne? Nö, nö. Nee, nee. Formula Lena hat mir geschrieben, sie möchte auf jeden Fall dann trinken zum Geburtstag, ne? Also Feuer frei. 7, 2, 5, 2, 2, 6. Danke, Patex. Bremsen 100, 57. 23, 5. Okay, ich bin gespannt. Österreich. Rain. Okay. Ist schon auf der Strecke? Right, I'll get these changes made. Streckenakklimatisierung. Abfahrt, Freunde! Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Ich weiß, wenn irgendwas zu leise, zu laut ist, ne, einen Sound gerne sagen.
Lass mal reinkommen. Keijo! Alter, das ist hier bewölkt. Happy New Year! Ein Jahr! Leute, öffne den Chat bitte. Moin Singer OBJ, grüß dich. Keijo, ich hoffe, alles gut bei dir. Hallo. Besseren Leiter Deutschland. Ja, Patex, stimmt, es ist nicht nass, aber im Regen und im Qualifier wird es nass sein. Also übe ich jetzt schon mal. Hat sich eben gerade noch geregnet in der Vorschau? Nein. Boah, Spielberg im Regen. Ja, für Streckenakklimatisierung wird es reichen, Patex. Zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Shit. Sehr gut, Keijo. Die Strecke ist echt so kurz, ne? Ja. Jawohl, perfekt. Alles lila. Legende. Fantastic. You obviously have a really good understanding of this circuit. Habe ich. Ich weiß nicht, ob ich hier lila habe oder grün bei Streckenakklimatisierung. Wieso, was steht denn. Das wird hier normalerweise angezeigt, ne? Ich habe 310 Punkte. Da müsste gereicht haben. Habe ich gesehen, Patex, ja. Moin, Danny Williams. Danny Williams, hi. Ich mache einfach noch eine Runde. Und fahr vorbei. Klasse. Great stuff. You pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Ja, du hast es geschafft, du hast 320 Punkte gehabt, also Höchstpunkte. 310 steht oben rechts, oder? Ne, das sind die angepeilten Punkte. Die du haben musst für Lila. Oh. Da, hier riech ich Flashbacks gerade zum, zum GPO, wo ich in der letzten Runde abgeflogen bin. Boah, Sky Kartoffel, das weiß ich schon ganz genau. Ja, das habe ich gesehen. Wer es nicht gesehen hat, guckt gerne mal auf. Moxig! Oh, Scheiße, Moxig ist falsch ins Gras. Schaut gerne mal auf den Instagram-Account von Adam Schefter, der hat die Szene hochgeladen, wie beim Panthers-Training der eine den anderen einen ziemlich unsauberen Hit gegen den Kopf gegeben hat und daraufhin haben die Panthers ihn direkt entlassen. So, Moxig hat jetzt noch. Teddy Williams. Warte, ich fahre jetzt die Box, Moxig, dann kann ich. Bin ich nicht abgelenkt. How to get cut before your career start. Und dann kommt der Clip. Boah, die Gelben haben jetzt so viel mehr Grip, ne? Kennt Moxig Danny Williams oder.
wie kommt der nun nicht zu der Ehre? Weil Moxig ist echt, also der verschenkt das eigentlich gestückelt sozusagen. Moxig, vielen lieben Dank für Nummer 65. Grüße gehen raus. Dankeschön für den Support und für den Gifted Sub an Danny Williams. Ja, Gelb haben so viel mehr Grip, ne, als die Weißen. Das ist ekelhaft. Ich fand die Weißen jetzt auch nicht so schlimm. Ja, fahr gleich mal mit Gelb. Aber ich hab nur Regen-Setup. Also ich hatte Grip, aber ich war langsam. So. Ja, 5-5-5, stimmt. Checks complete. Ich bleib aber bei dem Setup einfach. Training ist ja jetzt egal. Alter, der nächste Moxig. Was geht ab, mein Lieber? Hast du einen geilen Tag? Dankeschön, Max. F in den Chat bitte an Skandale22. Moxig, vielen lieben Dank für den Support. Moxig, ich kann dir Apfel-Cola-Schorle. Krass, ans Herz legen. Schmeckt mega. Von Lugi erfunden. Ach so. Moxigs Lieblingszahl ist die 66. Ja, okay, es macht Sinn. Alter Mike, ich muss mich mal hier konzentrieren. Ich fahre hier kreuz und quer. Mein Turbolader hat 62%. Okay. Im ersten Sektor bin ich schneller als Vista. Er ist auf Rot, ich auf Gelb. Ist die KI so schlecht oder was? Weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde doch viel im zweiten Sektor verlieren. So, Reifenmanagement, Verstappen hinter mir, perfekt. Ah ne, Rennstrategie fahre ich, nicht Reifenmanagement. Doch 4/10 bin ich hinter Verstappen. Ich bin komplett da, Chat. Klebt er mir am Arsch. Ja, Bottas ist schneller als ich. Gelb. Hansi, du fährst nur Williams. Ja. Ja, ich halte den Verstappen komplett auf. Geil. Was ist eigentlich das für eine harte Bodenwelle da vor Turn 2? Stimmt. Also ich schaffe hier die vorgegebene Zeit easy. Okay. Du nicht? Ja, doch. Ja, Moxig im Spiel ist es aber Turn 2. Hast du doch gerade bei der Streckenakklimatisierung gesehen. Was hat er geschrieben?
Er hat gesagt, es ist Turn 3 und nicht Turn 2. Den du meinst mit der Bodenwelle. Moxik, von mir aus ist auch Turn 3. Ich habe ehrlicherweise irgendwas gesagt, weil wenn du hier fährst und noch redest, dann bist du nicht so bedacht, wie wenn du im Chat bist und mitliest. Oder mit zuschaust. Da sagt man manchmal auch Dinge, die man eigentlich sonst weiß. So, weiterfahren ist jetzt optional, okay. Dann machen wir mal. Ja, werden die Daten halt genauer, ne? Naja. Du kannst hier so viel über die Curbs rutschen, ne? Das ist krass. Okay, super Job so far. We're getting great data. Stay focused. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ja. Also wenn du auf Gelb schneller bist, als Giovinazzi auf Rot ansieht. Lass mir doch auch mal einen Erfolg. Scheitelpunkte passt. Vor allem, es wird ja noch regnen. Job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Im Regen ist die KI ja noch besser. Ist es so nicht schlechter, oder? Nee, die ist besser. Weil die halt nicht die ganzen Probleme beim Rausbeschleunigen haben. Dann war meine Leistung in Frankreich noch krasser. Confirmed, we'll receive you in naja. This lab. Also für mich. Jetzt werden vielleicht andere sagen, ja, das stimmt nicht. KI ist schlechter oder was auch immer, aber ich finde, die haben halt null Probleme beim Rausbeschleunigen, wenn die fahren. Chat, passt eigentlich der Sound oder bin ich zu leise? Ist das Spiel zu laut? Ist Hansi zu leise? Gerne mal kurz sagen. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Sound ist gut, danke Sven. Only one lap of fuel remaining. Passt. In this lap, sehr gut, sehr gut, Chat. When driving with the pit assist disabled. Enna, alleine kürzen, mochst du krass aus. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Ja, Ben, watch mal the sehen. On-screen prompts mal that show your target speed and distance to the limiter line. Ich habe auch das Gefühl, dass die KI hier ein bisschen schwächer ist. So. Reparaturzeit. Unterboden. 8 Minuten? Was?
Traditions. Alter, 8 Minuten, ich hab gar nichts gemacht. Ah, ich werde auch gleich Unterboden reparieren lassen müssen. Safe. Krass, 8 Minuten. Aber ich habe bisher alles 5 von 5. Sehr gut. Nur noch Reifenmanagement. Ah, perfekt, in 8 Minuten fängt es an zu regnen. Klasse. Sagen denn die Zeiten? Alter, du bist eine Sekunde schneller als ich. Im zweiten Sektor bist du eine halbe schneller. Toll, Patrick, tolles Setup. Wer holt deiner Meinung nach eigentlich Gold im Basketball? Auch Binho, da darfst du mich ja nicht fragen. Da. Weil, ja gut, dass die USA die Favoriten sind, weiß ich auch. Ich würde es aber Doncic so hart gönnen. Patrick sagt, ich würde es Doncic sehr gönnen. Ja, es wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen, aber ich sehe halt nicht, wie er alleine die amerikanische Truppe schlagen soll. Ja, wirst du schon sehen. Okay. Du hast ja auch gesagt, willst du eine Wette machen? Du hast ja auch gesagt, die Bucks gewinnen nicht. Willst du eine Wette machen? Du hast gesagt, Phoenix Suns gewinnt, ne? Ja, habe ich. Ja. Aber jetzt Olympia, willst du eine Wette machen? Ich will nicht so viele Wetten parallel laufen lassen. Ich habe schon die mit Nasco und Schalke. Das reicht jetzt. Das wäre geil, Danny Williams, ja. Oder halt, also in unserem Fall Jos Capito, weil Günther Steiner ist ja bei Haas. Oder meinst du generell im Dialekt von Günther Steiner? Fabian ist noch viel Fan. Ach ja. Was? So, Chat. Wer war der letzte Franzose, der ein Formel-1-Rennen gewonnen hat in einem französischen Auto? Chat? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube nicht, dass Prost in einem französischen Auto gefahren ist. Ah, schreibt keiner? Kommt gleich Patek Spedia um die Ecke. Oh, Vettel ist schneller als ich. Alain Prost, ja. Ist richtig. Echt Prost? Im Renault, ja. Ah, krass. Yes. Und jetzt halt Esteban Ocon, ne? Ja, ja. Ja, noch 5 Minuten Chat. Ich habe irgendwie ein Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, es rennt gleich. Ich baue irgendeinen Scheiß und es gibt irgendeinen Unfall. Und Hansi fährt aufs Podium. Podium. Alles klar. Erster Kommentar beim YouTube-Video von mir mit der Apfel-Cola-Scholle von Marius, der schreibt, ich hab's auch probiert, der Korn macht wirklich einen Unterschied. Sag ich doch. Ah, ich hab keine Reparaturzeit. Man muss wissen, wie man fährt, ne? Alter, ich bin ja schnellste im ersten Sektor. Hansi, ich glaube, die KI ist zu schwach. Warum? Junge, Marzipin, Schumacher auf Gelb sind eine halbe Sekunde langsamer als ich. Ja und? Warte doch mal bis zum Qualifying. Wenn sie dann immer noch eine halbe Sekunde hinter dir sind, dann können wir gerne fürs Rennen hochstellen. Meine Worte, Korn macht alles besser. Ich bin nicht so ein Korn-Freund, ne? Aber bei dem Getränk würde ich sagen, ja, Sven. Aua. Da würde ich sagen, ja. Ja, sicher. Should take Marinero. Ne, Panis 96 war wahrscheinlich der letzte französische Sieger so generell. Das war nicht im französischen Auto, der ist doch im... Ja, ja, in Benetton oder sowas, nee, war der. Nee, im... Oh.
Was? Okay. Vielleicht hat er recht. Nein, ist ein englisches. Nee, Ist ein englisches französisches. Auto. Nein. Hier steht, Equipe Ligier ist ein französisches Formel-1-Team. Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil ich komme drauf, weil es ein Formel-1-Post ist. Haben die was falsch gemacht? Also ich habe hier Ligier Mougin als britisches. Okay. Weil die sagen, letztes Mal war 1983, damals im Post in Österreich, aber vielleicht übersehe ich auch was. Weil bei mir steht französisches Team. Nee, mir steht komplett französisch. Vielleicht sind sie nicht im, also der Post sagt halt in einem französischen Team mit einem französischen Motor. Aber hier steht eigentlich auch Renault. Hatten die vielleicht damals, als Panis gefahren ist, einen anderen Motor? Möglich. Aber guter Einwand, Patex. Dann finde ich den Post von Formel 1 auch ein bisschen seltsam. Und ja, die waren Honda Motor. Ah, dann war's das. Okay. Sven schreibt gerade Reparaturzeit. Normale Fahrer gehen Daten durch. Wo, an welcher Stelle können sie mehr rausholen? Mike, erstmal Insta und YouTube checken. Naja, eigentlich Wikipedia, ne, für euch. Ja, ich fahre jetzt 9. jetzt. Ich bin 15. Ja, nee, es passt mit der KI-Stärke. Mein Gott, wie lange muss ich noch warten? So, wir schauen mal Esteban Ocon zu, dem größten Freund von Hansi. Der ist Fünfter in der WM mit 40 Punkten. Alter. Dann machen wir jetzt Reifenmanagement. Da, 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 da. All complete. Mechanics, Regt es please schon, nee, stand ne? clear. We're ready to go. Weiß ich nicht, ich stehe in der Box. Ach du machst es schön, ne? Schön lax ist Naja. das Ganze hier. Wanna become famous? Buy followers, primes and viewers und da, 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 da. MKR 324284, schönes Leben dir noch. Diese Boxenausfahrt, ich werde das safe im Regen gegenknallen. Ja, das ist ein Bot gewesen. Ja, schon klar. Wir haben das jetzt verändert, dass da hinten ein Leerzeichen zwischen dem Punkt ist. Das geht Leute, mit der ich nicht mehr mache ja ein bisschen automatisch was mit vom Bot. Social Media, ne? Wenn ihr eure Reichweite vergrößern wollt, warum auch immer, privater Kanal oder öffentlicher Kanal, wie auch immer, niemals, bitte, glaubt ihr, kauft niemals Follower. Das ist, abgesehen davon, dass es Quatsch ist, für sowas Geld auszugeben, hat das überhaupt keinen Wert, das bringt nichts. Weil, egal ob auf Instagram oder Facebook oder sonst wo, geht es vor allem um Interaktion. Und ein Bot pusht vielleicht deine Followerzahl, aber die Stories, die du hochlädst oder die Beiträge im Feed, die du machst, die werden von diesen Bots natürlich nicht angeklickt oder kommentiert. Und das wiederum schwächt eure Beiträge, wenn die keine Interaktion haben. Also eigentlich schadet ihr euch sogar damit. Also niemals, niemals sowas machen.
der größte Scheiß. Ja, das war ein bisschen sehr weit hinten, ne? Ja. Ich hab ein Regen-Setup, okay? Merkt man, 16-2. Oh 16-2, so Niveau Vettel, Ocon. Bin grad sehr weit rausgefahren. Ich hab extra Reifen schon um die Ecke, hab den Reifen komplett strapaziert. Lila. Okay, test complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Hast du auch schon alle Programme? Moin Elias Hüttner. Hallo Elias, grüß dich. Also im ersten Sektor warst du echt nah dran, da Typ. Ja, etwas mehr als ein Zehntel gefehlt. Auf dem zweiten Sektor. Hui. Oh, alles gut mit dir, Hamilton, oder ist es Bottas? Das war Bottas. Natürlich. Ja, ich bin halt im Regen gut. Mhm. Ne? Mal 10. Mal 10. Okay, hast du auch alles 5 von 5? Oder hab ich alles? Ich guck mal erstmal, ob ich alles. Ich glaube, ich hab 1. Ne, ich glaube, Reifenmanagement habe ich. 2 nicht von den Entwicklungsboni. Ja, ich glaube, ich auch nicht. Das mit der Temperatur und. Hm. Noch irgendwas. Und der durchschnittliche Reifenabnutzung. Hm. Unterbodenschaden? Du räuberst halt zu viel über die Curves. Was ist denn das hier? Max, moin. Jos Capito steht hinter dir und sagt, was soll der Scheiß? Hä, warum mach ich die dauernd? Alles kaputt? An welcher Stelle denn? In der ersten Kurve direkt, oder was? Ja, aber weiß ich nicht. Ja, weiß ich. Trinke ich ein Säckchen vielleicht. So. Trinke vielleicht ein Aperol. Ja. Okay, du kannst beenden. Oder wir können beenden, oder? Nee, ich brauche nicht mehr. Ja, dann beende die Session. Ich frag mich gerade, ob Mike sich wirklich ein Auto kaufen sollte. Ja, es gibt ja keine Curbs in München. Ich würde da drüber räubern, Freunde. Sausage-Curb! Das ist meiner. Ey, ich war fast so schnell wie Hamilton. Ja, Junge. Ja, nee, ich glaube, die KI passt. Bist du E-Sportler, Elias? Glaub mir, wenn ich was nicht ja. bin, dann E-Sportler. Nee, mein Freund. Dafür bin ich zu schlecht. Aber er hat trotzdem was mit Sport zu tun, auch mit E-Sport. Ich bin Sportjournalist, ja, ab und zu auch. 85er KI schon sehr hoch. Ja, also im letzten Game waren wir mal so zwischen 90 und 95. Dafür spielen wir es jetzt so sporadisch. Aber ne, ich fahre ja mit dem Controller, mein Freund. E-Sportler fahren mit dem Lenkrad. Okay. Dann machen wir mal die Trainings-Simulation. Ne? Ja, ja. Guck mal, man muss jetzt X drücken und nicht Kreis. Das wusste ich gar nicht. Ich habe jedes Mal Kreis gedrückt. Hä? Nein. Man muss den X drücken. Da fährst du nur eins von denen. Ah ja.
Aber guck mal, kann ich nicht so. Guck mal, hier steht was mit 70% Erfolgschance, 50% Erfolgschance. Kennst du das? Nee. Ja, siehst du. Drück mal X rein. Geh auf dein Reifenmanagement. Oder hast du schon Kreis gemacht? Ja, ich hab schon Kreis gemacht. Kannst du den nächsten machen. Dann guck mal kurz in den Stream. Und dann kannst du hier dem die Simulation sagen. Warte, ich kann Kreis doch wieder zurück machen. Nee, doch nicht. So. Ist das so, Elias? Natürlich bitter. Fehlgeschlagen. Prozent, komm nochmal, komm, wir schaffen's. Fehlgeschlagen. Komm schon. Alter, dreimal nicht geschafft, was ist denn das? Jetzt aber. Hä? Viermal, 50-50 verloren, alles klar. Fünfmal? Geschafft. Okay, ja. Alles geschafft. Jetzt habe ich alles 5 von 5. Cool. Cool. Gute Besserung, Elias. So, Training 3. Schnelles Training. Ja gut, das kann man jetzt halt echt skippen. Du hast jetzt auch alles 5 von 5, oder? Nein. Bist du genervt von mir? Nö, aber ich probiere das jetzt auch. Mhm, klick X rein in Reifmanagement und dann wählst du die Erfolgschance. Und das habe ich die ganze Zeit nie gemacht, aber es geht. Habe ich bei Dave Gaming gesehen, dachte ich auch. Moin Mike. Alle Sachen vom Trainingsprogramm wurden erreicht. Ich musste zweimal drücken. Super. Da. 600 Easy. Punkte jeder. Alter. Können wir direkt was machen, oder? 1006? Aktive F und E. am Ende. Ich meine, Aerodynamik sind immer noch kacke. Wir haben 1 für 765 im Angebot. Und die Motorhaube für 888. Den Diffusor sollten wir nehmen, oder? Für 700? Ja, können wir machen. Und dann noch die Motorhaube für 800? Geht das noch? Nee, leider nicht. Ah. Uns fehlen 21. Oh nein. Ja. Jo. Wir könnten für das MGUK machen für 715. Ja. Wir sparen halt. Lass uns sparen, oder? Ja, dann lass uns sparen. Jan sparen. Daniel Ricciardo ist mein nächster Rivale. Was soll das denn auf einmal? Geil. Weiter zur nächsten Session. Yes. Bisschen Angst, dass die KI zu schwach ist. Oh Gott, der Regen. It's raining, man. Oh no. Oh no, 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 no. Alter, sieht das ekelhaft aus. Hast du in den Spiegel geschaut? Oh! Sorry. Hallo, Gianni Banani. Hi, Gianni. Tut mir leid.
Das war nicht so gemein. Wet tires in the current conditions? Mike, bitte. Schon okay. Och. Ich nehme ein bisschen mehr Sprit mit, damit ich ein paar Runden fahren kann. Ich habe keine Ahnung, was für eine Zeit ich ein Spielberg fahre. Ich fahre jetzt um den Ring. Also ich bin gerade im Training eine 1.5.0 gefahren auf gelben Reifen. Full Wets, oder was? Jo. Oder Turbolader bei 62% der Motor, bei 62%. Bei mir 71 Alter. Turbolader. So, Patex, ich hoffe, dein Setup kann was, Freundchen, hier. Ansonsten suche ich mir einen neuen Ingenieur. Die Junge liegen hier Pfützen. Komm mal raus, dann wirst du sehen, wie krass das ist. Da sind die Pfützen am Anfang nix. Oh. Das im Rennen wird super. Alter. Bin gerade einmal kurz auf den Curb gekommen, ne? Ich sag nur, fährst du quer, siehst du mehr. Keiner Spruch. Okay, man darf auf keinen Fall Gas durchdrücken. Danny Ricciardo, schnellste Zeit! Halt's mal. Gibt's nicht. Alter, jetzt war so ein Wassertropfen auf meiner Ideallinie. Frech. Vettel hängt mir im Kreuz, Alter. Vettel weg! Weg, Vettel! Komm ansatzweise dran an die Zeit. Nicht ansatzweise. Läuft. Boah, es ist hier ein anstrengendes Ding, ey. Ich bin im ersten Sektor 2 Zehntel langsamer als Alonso. Und der Sechster. Schon. Da kommt es schon an sich. Boah, Fett lenkt mir so im Arsch, Alter. Ich hab meinen Turbo da, der platzt gleich. Remaining.
Ah, leicht weggerutscht. Ich bin Regengott. Der fährt vorbei, Gasti, komm. Hallo Deadpad, moin Singer. Mit Lenkrad ist viel besser, ja. Das stimmt, Max. Aber auch viel teurer. Ich hab nicht eins, weil ich sag, ich will keins. Regen von Spielberg, ey. Also den Regen haben sie schon krass gemacht, ne? Wenn dieser eine Tropfen da in der Mitte vom Bildschirm ist, siehst du ja gar nichts mehr. Ja. Oh nein, kein Benzin mehr. Right, come in at the end of this lap. Wie immer. Und gedreht. Was kaputt? Nee, nee. Das ist ein Elfter, Zwölfter. Okay. Hallo, ja, Chef. 18. Sag mal, Hansi, hallo. Hallo, Froni. Er sagt hallo, Froni. Nee, ich hab's nachgemacht. Ah. Warum fährst du mit Controller? Warum nicht? Weil ich kein Lenkrad hab. Boom. Ah. Weißt du nicht, Robinho? Oh. Ich hab vorhin gesagt, Mann, ist das hässlich, meinte Hansi, so wie du in den Spiegel guckst. Nein. Danke, Froni. Du mich auch. Sag du mich auch. So. Okay, with conditions as they are, I'd suggest you take a set of full weights. Was sagt denn Ricardo auf 6? Tsunoda auf 9! Was fahren die denn alle? So 14,5. Alter. Also eine Sekunde schneller als ich. Ein großer Sprung nach vorne. Hansi, was ist los? Du warst im Training eine Sekunde schneller als ich. Das ist los. Das ist Qualifying. Ja, Qualifying. Zweiter Sektor liegt Hansi nicht. Fabian, was bist denn du eigentlich für eine Nation? Also, du musst mir jetzt nicht sagen, welche Nation du bist, okay? Wieso, welche Nation bin ich denn? Welche Nation ist er denn, fragt er? Bulgarien. Das ist ja nicht Bulgarien, mein Schatz. Rumänien? Auch nicht Rumänien. Ja. Ja. Er sagt ja. Was ist da? Es ist weder Bulgarien noch Rumänien. Ist was Europäisches? Was? Ist was Europäisches? Ja. Bulgarien, Rumänien? Es sieht der bulgarischen Flagge ähnlich. Der rumänischen weniger. Ja, ich wusste gerade nicht, ob ich vielleicht jetzt beiden verwechselt habe, deswegen. Also die Bulgaren haben rot und grün auch, aber die haben statt gelb weiß. Und die Rumänen? Baltisch. Ach so, die Rumänen haben die, ach, die Rumänen rot, blau, gelb und oben. Also von oben und unten. Das ist baltisch. Baltisch, sagt Hansi. Ach, switch mal die Cam, ich will mitraten. Sorry, Chat, hier. Wartet mal. Als ob ihr das nicht wisst. Ja. Oder kann ich, fährst du gerade, Hansi? Ja, ich fahr. Oh nein, dann siehst du nicht. Warte mal, baltisch. Hast du Vermutung? Warte mal. Aber europäisch. Ja. Das ist ja, ja, aber ich hab's ihm nicht. Ich hab's ihm nicht geglaubt. Ist doch nicht sowas wie Nordmazedonien oder sowas, oder? Es fängt mit L. Warte mal, ich versuche Froni zu helfen. Jonas. Midtown. Ja. Ich wollte gerade NBA-Spieler aufzählen. Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis. Warum Litauen, fragt sie? Weil ich Litauen Ultra bin seit dem Eurovision Song Contest. Weil er seit dem Eurovision Song Contest Litauen Ultra ist. Ja, frag Bambi. Okay, das ist ein geiler Grund. Hey, warum fährst du denn nicht mehr?
Ich? Ja, weil du oft besitzt. Achso. Warum fein? Welcher Formel 1 Fahrer fährt so? Warum hast du denn was? Ich fahre auch übrigens nicht mehr. Was hab ich? Ja, hallo, ich bin normalerweise gewohnt, dass mein Unterboden kaputt ist. Ich fahre übrigens auch nicht mehr, ne? Bist du ganz kaputt? Ja. Warte, Hansi, du willst mir nicht sagen, dass du vom letzten Platz startest. Doch. Warum? Weil ich in der Hanal-Kurve das Ding verloren habe. Ach, oder? Ja, gut. Dann, ich hoffe drauf, dass es am Anfang regnet und dann hinten raus trocken wird, weil dann bin ich gut. Haben Sie jetzt ein Auto gemacht? Hans, Georg! Antonia. Er sagt Antonia. Antonia is not amused. I don't give a damn. Da ist Ricardo. So, wir sind 14. Mike, schieb ihn raus. Vor allem ist das auch einfach noch die Strecke, ne? Wo das passiert ist. Mit Scheider? Ja. Nee, das war nicht Spielberg. Doch, das war Spielberg. Genau an der Stelle, wo du jetzt bist. Sicher? Ja. Ich dachte, es wäre hier Norrisring oder sowas gewesen. Doch, mal Spielberg, okay. Alle im Chat, aber Hansi hat recht. Entschuldigung, Chat, man darf hier gar nichts. Meiner. Nee, du darfst hier nichts. Konzentriere dich lieber aufs Fahren jetzt gerade. Wir brauchen die Punkte. We have two laps of fuel remaining. Ei. Ja gut, ich weiß, wo du dir den Unterboden kaputt fährst. Ja, jetzt ja eher, ist egal. Eins. Ja, ja. Ich fahr da fast einen dritten Gang an, Alter. Um schneller rauszukommen. Boah, zu spät. Genau so sieht's aus, Sven. Das zählt, okay. Komm schon. Oh. That's put you up to P9, ninth place. Nein. Ey.
Jungs. Es ist hier ein bisschen prekär gerade. Neunter, eieiei. Ja, Gassi, chill. Alter, ich bin voll zu Noda. Oh mein Gott. Geringer Treibstoff. Das ist Noda. Okay, we can take you this. Alter. Was ist das denn für ein Manöver? Patex schreibt, kannst du mir später danken. Bestes Setup, EU West. Ja, Hansi wollte nicht hören. Oh, oh, da geht's rechts. Hansi, was sagst du jetzt? Hansi? Oh. Hansi, bist du da? Okay, Hansi ist weg. Hansi ist weg. Hörst du mich jetzt wieder? Ja. Das war so komisch. Es war alles an. Discord. Da mitgesprochen. Nee, man hat dich nicht gehört, die Runde über. Neunter habe ich gesagt. Vor. Nein, 14. Aber. Oh, was hat denn zu Noda für eine Zeit jetzt auf einmal gefahren? Aber. Ich meine, da. Ich hatte 15.1. Vorher. 15.1 wäre ich 19. Alter, eine 14.3. Hinter Ocon. Und mit Tsunoda smasht Gasly hier. War mich zufrieden mit dem Qualifying. Leclerc auf 2. Leclerc. Hansi, bist du da? Ja. Okay, jetzt dachte ich. Ja, ja. Ja gut, Tsunoda gewinnt die Rivalität, aber egal. Das haben sie leider echt ein bisschen schlecht gemacht mit den Rivalen. Okay, mein Freund. Österreich. Regenrennchat, habt ihr Bock? Baller ich mir erstmal ein Croissant rein. Ah oui, le croissant. Es beginnt wahrscheinlich trocken und wird regnen zum Ende hin. Scheiße. Mhm. Wie Frankreich. Mhm. Ich bin aber so clever, da ich letzter bin. Kann ich jetzt die beiden Teile austauschen, die gefährdet waren? Und bleib letzter. Sehr clever. Der Plan geht auf. Nicht weiter drücken. Naja, alles gut. It's race day at the Austrian Grand Prix. Mike, ganz traditionell vom Österreich GP erstmal ein Croissant. With the race minutes away from starting, oh, was machen wir? Also sagt er wirklich ganz, ganz am Ende, so weit am Ende, dass überhaupt keine. Also, dass man ohne Regenreifen fahren kann. Oh oh. Hm.
Warte also mal. Wahrscheinlich wirst du am Ende auf Intermediates wechseln müssen. Mhm. Ich will mal was testen. Was hältst du von Weiß-Rot? Ich nicht von. Wobei, da hältst du bei der KI 0,0 mit. Ich glaube, Gelb-Rot-Rot ist am besten. Weil du dann beim zweiten Rot, also im ersten Roten gucken kannst, ob es regnet oder nicht für den zweiten Roten oder für Intermediate. Oder halt Rot-Rot und dann Regen. Auch gut. Hallo Nimali. Wenn sie da niemals bremst. Was machst du? Rot-Rot oder Gelb-Rot-Rot? Rot-Rot-Gelb. Hm. Ja, ich glaube, ich auch. Ich auch. Ja, let's go. Scheiße, jetzt habe ich ja ein Regen-Setup. Patix! Oh Mann. Starten oder nicht? Ja, ja, starten. Ich habe keine Chance im Regen-Setup hier. Kann ich irgendwas noch verändern? Ein Flügel oder sowas Sinn macht? Könnte ich den Frontflügel runterdrehen. Let's go. Oh mein Gott. We're accumulating some wear on the MG UK. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Okay. Ja, nicht wegen mir. Okay. Alter. Das hält voll rein, kann ich wenig machen. Bin hätte mich fast rausgehauen. Alter, ich komme nicht hinterher mit diesem Regen-Setup. Wirklich nicht. Die sind 10-mal schneller um die Kurve als ich. Oh Mann, ey. Vielleicht soll ich nichts mehr eher schauen. Wie viel Regen im Rennen ist. Gut, das konnten wir ja vorher nicht sehen. Konnten wir hier jetzt nur vorm Rennen an sich sehen. Komm, Hansi, hol sie dir! Alter. Beide. Ich höre schon, wie gleich er sagt, dein Unterboden ist kaputt. Hansi, pass for the championship. Nee, ich komme nicht so wirklich klar hier. Die ziehen da vorne auch weg, Mann. Wahnsinn. Weg, Mann? Ist das nicht ein Brötchen? Dickmann. An den Wegmann ist der Stubenkerl. So. Hier ist die berühmte Stelle von Hansi, Edebali und mir. Und Alti. Und halt die! Messi. Hol sie dir, Tiger.
Aber ich meine, selbst wenn ich jetzt 16. werde, ist es ja für Williams gut. Ja. Vor den Alphas, vor den Haas. Und Nibali, wie fandest du's? Also ich nehme alles zurück, die KI ist nicht schlechter in Spielberg. Das war's. Ich robbe hier so über die Curbs. Also ich verliere so 2-3 Zehntel pro Runde. Aber es liegt auch daran, dass sie so ein DRS gefunden sind. Hm. Aber ich meine, das Rennen wird so oder so interessant, weil es auch den Regen geben wird. Problem ist nur, dass die Alphas hinter mir auch näher kommen. Ich bin langsamer als die. Mach mir den Fernando. Es geht Klatsch. Ja, mich ärgert das mit dem Setup halt. Vollkommen verständlich. Oh mein Gott! Wo kommen Raikön auf einmal her? Alter, der hat mich so rausgedrängt gerade. Der hat mich wirklich so hart rausgedrängt. Aber er ist noch viel schneller als ich. Mein Freund. Diven kann ich auch, Brudi. Was geht ab, Kimi? Na? The gap to the car ahead is 4.2 seconds. So, mein Manöver war mindestens genauso hart gegen ihn wie seins gegen mich, Alter. Aber Sainz hat dich doch gar nicht überholt. Doch, doch, er war vor mir. Okay, das war ein schlechter Wurf jetzt. Achso. Alter, ist das hier ein Fight mit Kimi? Unmöglich vorne dran zu bleiben. Ja, ja. Kimi Räikkönen, ich weiß ganz genau, was du mit Vettel hier gemacht hast. Jede Kurve komplett zumachen. Junge, nein, du machst hier nicht den Elben. Oder wenn, dann fliegst du ab. Die schnelle Linkskurve muss ich einfach so vom Gas, ne? Ist so ein hartes Duell hier mit Kimi Räikkönen, Wahnsinn! Was los, Kimi? Was los? Wo bist du? Ich seh dich nicht!
Ah, Giovinazzi war in der Box, undercut. Giovinazzi war es, der am Anfang die gelbe Flagge ausgelöst hat. Ah. Siehst du eigentlich, wer vor mir ist? Ocon. Naja. Schnappen dir Tisha. Naja, schaffe ich nicht. Das ist viel, viel, viel schneller im Mittel. Das Rennen ist noch lang. Ich habe hier nur eine persönliche Blutfeder mit Kimi Räikkönen. Also bald Boxenstopp ist, wollte mich eh. Komm. Ja, wenn er noch schneller ist. Also von mir aus kannst du jetzt hat er mich, glaube ich. Regulären Boxenstopp als erster machen. Ach nee, alles gut. Ich fuck Kimi nur für dich, solange es geht ab. Bin Alonso. Alles gut, ich bin schneller als sie auch so gewesen. Okay. Trotzdem, danke. Oh, jetzt ist er dran. Jetzt hat er mich. Okay, focus. Oh, hier ist gelb. Bitte nicht, ich hole mich gerade zurück. Norris hat sich gedreht, der steht entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Be aware, there's an incident in the next part. Alter, er rammt mich! Ist es dein Scheiß Ernst? Er zieht einfach in mich rein! Wer jetzt, Kimi oder Norris? Kimi! Ich überhole ihn so schön innen. Safety Car. Safety Car. Schluck mein Gas, Bruder. Junge. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Understood, copy that. Ich fahr jetzt in die Box. Ich auch. Junge, Junge, Junge. Das sollte ja normalerweise bei 11 Sekunden reichen. Ja, fahr ruhig. Du bist ja vor mir, alles gut. Nee, ich bleibe, glaube ich, Jani. Ich bin vor Stroll. Stroll, sehr gut. Wegen dem Regen weiß man halt nicht. Warum? Was? Ich riech eine neue Nase? Warum? Meine Nase geht super! Was? Das ist gar nichts kaputt, Bruder! Was machst du? Jetzt bin ich hinter Räikkönen! Wollt ihr mich verarschen? Okay, you only have to stop once now. One stop left. Hinter Giovinazzi auch. Hä? Warum haben die das gemacht? Wo soll ich denn meine Nase beschädigt haben? Die war nicht kaputt. Danke, Patex. 15 Minuten soll es regnen. Alter, dieses Rennen wieder, ne? Aber Kimi ist noch nicht vorbei. Finde ich trotzdem gemein, dass ich jetzt hier hinter beiden Alphas bin, ey. Schade, Chat, oder? Verstehe ich nicht mit der Nase. Hattest du eine. Ja, vielleicht die Berührung mit Kimi. Na, die war aber an der Seite, also die war nicht vorne. Die war hinten links. Ich war schon an dem halt vorbei. Es muss vielleicht Unterboden, Curb, irgendwas, aber.
Das wurde mir nicht mal gesagt. Weißt du, dass er mir sagt, ey, dein Frontflügel ist leicht beschädigt? Gar nichts. Ich hätte jetzt auch gesagt, vielleicht am Start. Mhm. Also ich glaube, also wenn, dann musst du mir etwas sagen, weil ich es ausgestellt, weil war ja alles gut. Naja. Con ist auf gelb unterwegs gerade. Mhm. Ja, Giovinazzi ist auch noch gelb. Die Hasen nehmen ja auch. Könnte ein Vorteil für mich am Restart sein. Holst du dir? Ja, den hat man immer an, Jani, also automatisch, aber nur wenn was kaputt ist, macht er das. Auf Ja hatte ich nicht, nur auf Auto. Naja. Also, Safety Car bleibt nochmal draußen. Vielleicht hatte ich auch irgendeinen Schaden am Wagen und Jeff hat es mir einfach nicht gesagt. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. Noch eine Runde. Ja, weil hinten der eine Haas nicht dran war. Ja, ein Hardspin. Lando ist raus, oder? Ja. Ja, müsste. Hallo, Haberli. Na, Kimi? Hallo. Oh, die rollen ja auch um die Ecke. Up to the field a bit, we're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Safety car fährt rein. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Let's go, Hansi. Track is clear. Green flag. Oha. Geh weg, Mick. Ocon dreht mich. Nein. Doch. Weiter, Regen kann noch was bringen. Norris ist disqualifiziert worden. Als ob wieder Ocon dich dreht. Doch. Ich war wieder klar vorne. Ja, ich hab's nur so halb gesehen in der Linkskurve. Warst du innen oder außen? Außen. Und ich war, wie gesagt, klar vorne. Und er fährt mir halt ins Hinterrad rein. Wieso ist denn Schumacher auf Gelb schneller als ich auf Rot? Oh Mann, Hansi. Aber komm, weiter geht's.
Ich bin der langsamste im Feld. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Gap to teammate behind is 7.0 seconds. Er hat mich einfach torpediert in der Kurve. Oh Mann, ey. Vor allem sehe ich halt noch, wie seine Reifen verbremsen quasi. Oh nein. Naja. Also die Alphas und die Haas geben sich hier ziemlich. A new strategy is available on the MFD. Okay, copy that. Dadurch, dass sie sich richtig geben, komme ich deutlich näher ran. Sehr gut. Ja. Kämpfen, Hansi, kämpfen! Ja. Was auf Strategie und dann warum Strategie und dann? Alright, we're seeing a loss of power from the turbo. Loss of power, Turbolader. Ja, moin, gelb vor mir irgendwo. Kann doch einfach wieder nicht sein, dass es wieder Ocon ist. Ja, Ocon und du, das ist echt eine Liebes-Story. Das ist so ein schlechter Scherz, ne? Oh Mann, echt ein falsches Setup, Alter. We've got a great chance of taking the position. Come on, we know you can do it. Let's go. Ne, die KI ist einfach deutlich schneller als ich. Weg, Marze Spin. Danke, mein Schatz. Expect to see some rain. Ocon und Hansi. Better Love Story than Twilight. Schnappumi. Wenn es nicht jedes Mal so ein Scheiß wäre, könnte ich darüber lachen. Naja, glaube ich. Weil die KI ist hier und da echt ein bisschen unpredictable. Aber mich ärgert das, dass ich hier so langsam bin, Leute. Aber ich glaube, das liegt auch echt ein bisschen am Setup. Die kommen viel schneller um die Kurven als ich. Sind auf der Geraden eigentlich auch schneller. Und ich räuber hier schon über die Curbs wie so ein Weltmeister. Seht ihr ja? Wieso habe ich hier kein DRS? Jetzt. Silverstorm kommt als nächstes, ne? Kann sein, ja. So, Giovinazzi vor mir. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen abfacken. Ich versuch's, Mumi. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Bisschen die Frage, Chat. Wird's noch regnen oder nicht? Ja. Komm.
Was ein Dive! Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Komm! Let's go! Let's fucking go! Viel Spaß mit den Haas. Wichtig auch für Hansi. Ich hab ja fast gerade das Auto abgeworfen. Weiter geht's. Ich glaube, Jovin hat ein Problem, oder? Hoffentlich, Alter. Ich hab den halt so hart überholt, dass die Haas direkt mit an ihm vorbei sind. Ich glaube, der ist jetzt einfach nur in Trouble. Ja, das ist im Haas-Sandwich. Na, perfekt. Und hat halt die gelben Reifen. Gut, die auch. Beziehungsweise Marzipin fährt ihm weg. Der muss nicht umgehen machen. Ja, der fährt in die Box. Ich hab halt die roten Reifen. Aber vielleicht sind seine Gamer bald. Da war ja ganz, ganz früh. Meine Roten bauen jetzt ab. Aber ich will nicht an die Boxen, es bald regnet. Boah. Junge, ich fight hier ein Rennen gegen jeden. Raikön, Giovinazzi, Mazepin, Schumacher, bring sie alle. Du müsstest doch auch jetzt langsam dran sein, oder? Ja, ich bin hinter Schumacher, ich hab DS. Sehr gut. Aber er auch. Ich muss halt wieder so einen Exit erwischen wie in Turn 1 vorhin. Dass ich da deutlich besser rauskomme als die. Weil die auf Start und Ziel gekämpft sind. Oh Gott. Oh, Ricardo ist hinter mir. Frischen gelben. Chat sagt, Giovinazzi wahrscheinlich Flügelschaden, weil er so lange da stand. Ja, kann sein, dass er sich den gegen mich geholt hat. Oh Gott! Boah, Leute, ich kämpfe hier so hart, wirklich. Allem, was ich hab. Vettel auch noch aus der Box raus. Ja. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter. Alter, was warst du das gerade? Ja. Von wo kamst du denn, Mann? Hast du mich was abgeschossen? Nee, das war Vettel. Da war ich nicht. Ich bin in Vettel rein. Von der Seite. Ja, Chat, ich werd's riskieren. Geht eh nicht mehr um viel, ob ich dann 16. oder 17. werde. Ich zieh den roten Reifen, solange ich kann. In Hoffnung auf Regen. Wobei ich ja glaube, dass der Regen nicht so schlimm wird. Aber egal. Wir ziehen. Oh, Vettel muss rein. Oh Gott. Vettel muss rein? Der war doch gerade. Ja, sehr gut. Das ist ein Rennen wieder, ey. Peres. Peres, Alter, immer einer hinter mir hier, ey. Guck mal, wie es jetzt hier schon nebliger wird. Ja. Das ging aber jetzt Schlag auf Schlag, ne? Jo. Radar suggests in 5 Minuten Regen. Flügelschaden oder so?
Oh Gott, Ricardo, wo willst du denn vorbei? Das ist dein Rivale, ne? Gelb? Okay, clear. Hinter uns. Safety Car. Esteban Ocon ist ausgeschieden. Oh, genau jetzt, Alter. Wo wir halt an der Box vorbei sind. Ja. So, was mache ich jetzt? Gehe ich an die Box oder bleibe ich vorne? Oh mein Gott, das ist wichtig. Chat, rein oder warten? Wenn Regen noch kommt, wäre es schlauer, draußen zu bleiben, oder? Ist eigentlich perfekt für uns, weil wir jetzt einen roten Reifen noch ziehen können. Einzige Chance auf Punkte, wenn du draußen bleibst. Hallo Jules, grüß dich. Ich glaube, wir machen das, Chat. Entweder es regnet, wenn nicht, also wenn es nicht mehr hart regnet, dann heißt das halt, wir sind Letzter, ne? Also, weil jetzt, wenn alle an die Box gehen. Das ist echt die Entscheidung, Chat. Wenn wir nicht in die Box gehen... No risk, no fun. Warten, schaut der Nick. Okay, wir bleiben draußen. Oh mein Gott, bitte lass es gleich so hart regnen. Bitte. Bitte. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few Nicht rain soon, Alter, rain now. Hansi geht an die Box. Vor allem, ich werde disqualifiziert, wenn ich gar nicht an der Box war, Chat, ne? Also wenn die Reifen nicht gewechselt habe. Boah. Kurz war die Siebte. Oder Risiko rein und direkt auf Intermediate? Nee. Also nicht, weil es nicht mal angefangen zu regnen. Also dann falle ich zu weit ab. Pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Intermediate macht sich da jetzt noch richtig kaputt. Ja. Das wird zu früh. Das wäre jetzt noch zu früh. Außer wir bleiben jetzt ein paar Runden draußen und es regnet, aber. Noch regnet es. Ich habe so Angst, dass die falsche Entscheidung war. 10 Runden noch. 60% schon der rote. Ich meine, wie lange will ich den ziehen? Was hatte ich in Spanien, Chat? 80%, oder? Komm auf einmal viel besser wieder um die Kurven rum. Okay. Ja, ich hatte den Flügelschaden. Scheinbar. Ja, guck mal, krass, dass wir es beide nicht mitbekommen haben. Foni hat was zu essen gemacht und jetzt steht hier seit 10 Minuten links von mir geschnetzelt. Das riecht so gut. Oh, Regen. Oh, Regen. Jetzt noch in die Box, Chat? Ne, wenn er jetzt... Ah, das ist zu früh, oder? Rain is imminent. Rain is imminent. Jetzt, ja, du, ich würde draußen bleiben. Es dauert noch 1-2 Runden. Bis in der Mini. Er meint, Regen kommt jetzt. Ja, ich sehe den Regen, ja. Ja. Er sagt, Reifen noch der richtige. Safety car in this lab, Alter, das wird so ein Eierspiel. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. It's not a perfect situation, but I don't think we have to move on to a different tire yet. Okay. Schade. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Oder wir gamblen, Chat. Nee, oder? Doch, er sagt! Ich geh in die Box. Hat er wirklich gesagt? In dem Moment sagt er New Strategy. Ich riskiere es einfach. Scheiß drauf, Chat, wir riskieren! Abfahrt! Wir riskieren's. Wenn's falsch ist, ist es falsch. Ey, komm! Oder wir gewinnen das Rennen! Los jetzt! Warum wechselst du meinen Flügel? Was? Oh, das gibt's nicht. Warum? Go, go, go.
Ich stehe hinter dir, ich wollte genau den mitziehen. Es tut mir leid, Hansi. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, Hansi. Es regnet. Ich glaube, das war gut, Hansi. Du kommst ja auch noch raus. Alles gut. Ich verstehe nicht, warum er den Flügel wechselt, Chat. Es muss ein Bug sein. Ich weiß es nicht. Warum macht er den Alonso mit mir? Es tut mir so leid. Alonso mit Hamilton in Ungarn damals. Hansi, er hat mir zweimal den Flügel gewechselt. Ich weiß nicht, wieso. Wir gucken, ob die an die Box gehen oder nicht. Vielleicht machen wir ein paar einen Fehler. Oder wir haben einen Fehler gemacht. Die fahren alle reingucken. Alter, das war so geiles Timing. Alle ersten Fahrer fahren rein. Komm, let's go. So schade mit dem Flügel. Zweimal. So. Schade, wir wären so weit vorne gewesen, Chat. Drecksflügel. Schade, da kommen sie alle. Oh Mann, ich bin zwischen den Alphas. Ich wäre so weit vorne gewesen. Naja. Wie bitter. Auch für Hansi, der hinter mir stand. Das wäre echt geil geworden. So, ich habe Regensetup. Jetzt komm. Gelb? Caution, caution, caution. Boah, Vorsicht, Sainz rechts. Was, Safety Car? Jo. Alter, Alter, stopp, stopp, hier stehen alle! Was ist da passiert, Safety Car? Da standen alle! Was ist da passiert? Verstappen ist raus. Hä? Junge, dieses Rennen macht mich wieder... Ja! Was ist hier passiert? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Junge. Raikön hat eine 5-Sekunden-Strafe. So wild. Oh Mann, ey. Ich bin Fünfter. Halt's Maul. Aber da ist noch einer raus gewesen, Leclerc. Und Ricardo auch 5-Sekunden-Strafe. Vor mir. Junge, Podium ist drin, Bruder. Was ist das für ein Rennen? KI ist komplett on fire. Junge. Also. Vettel ist auf Rot. Hat eine Idee. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ja. Kack Delta. Bei mir flogen die Teile nur durch die Gegend. Bei mir auch. Das war so wild, da standen alle bei mir. Ich bin auch über irgendwas drüber gefahren, hatte so Angst, dass irgendwas aufschlitze. Geht in die Box. Nee. Schumacher in der Box. Jetzt stand Sven, Flügelwechsel hat mir den Arsch gerettet, sonst wäre ich reingebraust. Ja, wer weiß. Oder ich wäre jetzt vorbei an allen. So. Ich höre nur, wie es mal. Ja, Junge, ich muss euch sagen, da standen 6 Autos vor mir. Überall Flügel, Reifen, Teletubbies, alles. Nein! Was? Ich hab mich gedreht. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ey, Safety Car, alles gut. Fahr. Alles gut. Du kannst locker aufholen.
Das ist eh, es wird eine Runde vielleicht oder zwei ohne Safety Car. Und ich weiß nicht, ob jemand vor mir noch eine Strafe hat. Aber wenn Ricardo eine Strafe hat, könnte ich es auf Platz 4 schaffen. Wer ist eigentlich erster? Perez ist zweiter, Bottas ist erster. Natürlich. Der ist im Regen, sehr gut. Regengott Bottas. Türkei, letztes Jahr. So Wechselbedingungen hat er darauf. Was, also das Rennen wirklich, da hat Janni vollkommen recht, das Rennen ist sehr unfassbar. Da willst du einmal gechillt mit Hansi abends spielen, ne? Mach nicht den Bamberger. In der letzten Kurve DNF. Ja, Last Lap, Mike. Last Lap, Lothar. Habt ihr ihn schon vergessen? Oh. Vor allem, es dauert ja noch ewig, bis Safety Car reingeht, oder? Bist du in der Box? Da musste ich. Ich hab mich doch rausgedreht. Hast du kaputt gedreht? Ja, ja. Ach so. Ich dachte nur gedreht. Nee. Sorry. Also das ist ja wirklich... Bitte lass noch irgendeinen deine Strafe haben vorne. Das wieder, ist das, Alter. Ist das Safety Car das zweite Mal oder das dritte Mal draußen? Zweite Mal. Ja, mein Regen-Set, da kommt jetzt eine gute paar Decks. Überleg mal, ich wäre von Ocon nicht gedreht worden, wäre ich jetzt in dem Knoll drin gewesen von den 6 Leuten. Ja, dreimal, told you. Ja, stell dir mal vor, ich hätte dich jedes Mal einen scheiß Flügel gewechselt, du standst ja einmal hinter mir noch. Ja, ich habe auch selber den einen Fehler gemacht. Jetzt gerade. Boah, die Reifen müssen so kalt sein hier. Okay, noch eine Runde. Es wird 2-3 Runden nur noch Action geben. Und hinter mir ist noch Hamilton, perfekt, mal wieder. Hamilton und ich, das ist mein Frankreich-Rivale. Wird das wieder mal ein Rennen vor Tsunoda, Chat? Ich würde jetzt so mein Herz verteidigen, Wahnsinn gegen Gasly. Der Gast, ich fällt mir fast ins Heck rein. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. So, safety car kommt rein. Accelerates. Remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Bisschen Angst vor dem, was gleich passiert. Was macht Bottas? Das macht er mega langsam. Schlechter Restart von mir. Heavy Rain, Bruder, perfekt. Restart komplett verschlafen. Ja, same. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. Fast rausgedreht. Green flag. Hamilton,
Hamilton, oh mein Gott! Er dreht mich einfach ab. Lass die auch, ich komm nicht mit, ey, die sind zu schnell. Ich verliere Plätze, Mann. Bin hier einfach viel zu langsam. Tsunoda hinter mir. Marzipan 9, alles klar. Ich bin zu lahm. Oh je, Tsunoda. Nee, mein Freund, da kämpfe ich jetzt. We have 5 laps of fuel remaining. Alter, sind die guten aufregen, ey. Sag ich ja. Mhm. Das Safety kann nicht noch länger draußen bleiben können. Nee. Es geht immer spätestens 3 Runden vorher rein. Boah, was geht hier voll? This is your final lap. Final lap, komm jetzt. Wenigstens Tsunoda. Hinter mir halten. So, zumachen, komm. Stark. Geh weg, Tsunoda. Danke für den Follow. Geh weg, Tsunoda. Oh mein Gott! Irgendwie auf Platz 7! Woo! Sauber. Ah, schade, da war vielleicht noch mehr drin, aber ich konnte die Pace einfach nicht gehen am Ende. Stroll auf 3. Was ein seltsames Rennen, aber Punkte, Chat! Danke, Patex. Hallo Zero, du hast ein Follow, ne? Danke Zero. Hansi, es tut mir so leid mit dem Flügel. Well done to the team at Mercedes. Tut mir nichts für. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Alter, was ein Rennen. Da, als am Ende alle standen. Aber die waren leider nach dem Restart so schnell, ich konnte nichts machen. Die haben auch so aggressiv überholt, ich hatte so Angst, das Auto wegzuwerfen. Ah. Aber 2 Punkte. Ricardo leider vor mir trotz der Strafe. 4 oder nicht? Nee, noch mehr. 6? Müssten es doch als 7. sein. Punkte? 6 Punkte, ja. Ja, ich meine, es sind 6 Punkte. Weil du gerade 2 Punkte sagtest. Habe ich 2 Punkte gesagt? Sorry. Meine ich gar nicht. Das wird ziemlich schwierig auf Platz 7. Marzipan 9. Uff. Junge, 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 Junge. Und vor Tsunoda. Das gefällt mir auch. Stroll auf 3. Was ein krankes Rennen wieder. Holy moly. Schau dir meine Pace an. Ich bin 1,64 gefahren. Ja, es ist wieder so ein bisschen das Pech, ne, bei dir. Pace ist ja absolut da. Bist ja viel schneller als ich.
So. Hauptquartier. Patex, weißt du, was Tictum gemacht hat? Also was er gesagt hat? Ja, ach so. Sag durch. Nee, das weiß ich nicht, so. Was er gesagt hat. Nee, also wenn er sich lustig gemacht hat, würde ich gerne wissen, was. So, 1100 haben wir. Guck mal, Hamilton führt vor Bottas, vor Perez, vor Verstappen, Gasly auf 5, Ocon auf 6. Wo bin ich denn? Na, wir könnten... Warte mal, 15 geblieben. 16 Punkte. 16 Punkte. Meine Rivale hat gewonnen, jetzt habe ich keine Rivalität. Supi. Jetzt sag ruhig. Ich wollte gerade sagen, wir könnten die Motorhaube jetzt machen. Theoretisch. Ja, hau rein. Welche? Die eine war 700 oder 800 und die andere? 1125. Hä, ich kann gerade nicht. So. Ich würde die für 800, glaube ich, machen, weil die mehr Prozente gibt. Und dann haben wir ja eh zu wenig für irgendwas. Ne? Ja, ja. Schlechtestes Auto. Gut, ich klicke weiter. Kriege hier nochmal Ressourcen gleich. Ja, Silverstone. Magst du Silverstone? Ja. Ah, Comeback von Hansi. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ich wollte nochmal schauen, ob wir vielleicht noch was... Hoje, Patex. ...machen können. Wie clever kann man sein, sowas in einem Twitch-Livestream zu sagen? Wenn du weißt, was Patex, gerne sagen. Ja, Knight Rider, so läuft's halt. Nee, wir können nichts machen. Dann einfach weiter. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du das dir aussuchst. Das Ding ist, sie sagt halt jetzt, Rivalen kannst du aussuchen bei der Presse. Aber das können wir ja nicht machen, weil wir da ja dauernd simulieren. Wenn du verlierst. Ich könnte einige Teile austauschen, ja. Turbolader 80%, Bruder. Der hat schon Asthma, Mann. Okay. Ich würde ehrlicherweise was zu Abend essen jetzt mit Froni. Hansi, bist du sehr traurig, dass jetzt schon wieder... Wobei, du bist ins Ziel gekommen. Ha. Es tut mir so leid. Ich habe so halb gesehen mit Ocon, weil du warst so 3-4 Autos vor mir und sehe plötzlich, wie du rechts abfliegst. Der war einfach innen und hat sich raustragen lassen, oder was? Ja, der hat sich halt verbremst. Ja. Scheiße. Okay, ich würde trotzdem sagen, Silverstone vielleicht morgen oder so. Also ich würde dir für morgen nochmal schreiben, wenn du Bock hast. Ja. Können wir mal gucken.